Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir um unseren vierten Orden gekämpft und sind zusammen mit Matisse gegen Team Plasma angetreten. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Stadt, zur nächsten Arena. Und die ist in Marea City. Junger Trainer aus Aventura City siegt über Camilla. So sieht's aus. Route 5, Frühling. Hey, warte mal. Gut, dass wir uns hier treffen. Ich wollte dir das hier geben. Oh, sehr schön. Ich habe zwar noch kein Pokémon, was fliegen kann, aber trotzdem. Tada! Hier hast du die VM Fliegen. Wenn du sie außerhalb eines Kampfes einsetzt, kannst du damit direkt zu einem Pokémon-Center fliegen. Und sag mal, Svenja, weißt du, was versteckte Lichtungen sind? Ich tue jetzt mal so, als würde ich das nicht wissen. Ach so, dann erkläre ich es dir. Manchmal entdeckt man zwischen zwei Bäumen eine Lücke, in der sich Pokémon versteckt halten können. Dahinter befinden sich die sogenannten versteckten Lichtungen. Warte! Dort drüben. Von dort drüben habe ich etwas gehört. Ich habe sehr gute Ohren, komm mit. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Ah, hier ist es. Schau mal, es sieht so aus, als könnte man durch diese Lücke gehen. Versteckte Lichtungen sind neu eingeführt worden in Schwarz und Weiß 2. Ein Pokémon. Das muss ja ein ganz tolles Pokémon sein, wenn es sich an einem solchen Ort versteckt. Wahnsinn, was für ein Fund. Eine echt grandiose Entdeckung. Ich glaube, ich schaue mir die Bäume in Zukunft immer ganz genau an. Vielleicht gibt es ja noch mehr versteckte Lichtungen. Ja. In solchen versteckten Lichtungen kann man Pokémon antreffen. Items und versteckte Items. Und ich glaube, ab und zu, wenn man in so einer Lichtung schon drin war, taucht erneut irgendwas dort drin wieder auf. Also die resetten sich so ein bisschen. Ist eine ganz coole Idee, wie ich finde. Bist du eine Trainerin? Nein, du verkaufst Beeren. Nein, danke. Möchtest du kämpfen? Wenn sein bestes Pokémon mit der Lieblingsattacke den Sieg davonträgt, zaubert das bestimmt ein Lächeln ins Gesicht eines jeden Trainers. Das stimmt. Aber du möchtest kämpfen, okay. Also solche versteckten Lichtungen sind ganz praktisch, da gibt es wirklich seltene Items und auch seltene Pokémon, so als Beispiel. In so einer versteckten Lichtung, ich weiß nicht, ob jetzt schon und ich weiß auch nicht, auf welchen Routen, aber es kann zum Beispiel auch ein Dragoran da drin auftauchen. Also es gibt schon echt seltene Pokémon dort, aber ich habe mich damit nie so auseinandergesetzt, weil mir das einfach ein bisschen zu anstrengend ist, wirklich immer diese Lichtungen zu suchen, und ist ja auch Glückssache, wen man da antrifft und was man da antrifft, deswegen, aber die Idee ist ganz cool, wie ich finde. Ich weiß jetzt auch auswendig gar nicht, wie hoch die in der nächsten Arena sind, um ehrlich zu sein, aber jetzt auch nicht so extrem viel stärker, glaube ich, als Camilla. Ich denke, wir kommen da ohne Training durch. Mal gucken. So, schick mal eben jemand anderen nach vorne. Und zwar Amde. Was ist denn da in dem Wagen drin? Hallo? Hallo, ich bin nur eine einfache Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten, die den Gourmet-Gaumen meiner Herrin erfreuen können. Also irgendwas in deinem Beutel riecht aber wirklich sehr gut. Was riecht denn hier sehr gut? Wahrscheinlich irgendwelche Beeren, oder? Oh, was für ein Duft! Das ist tatsächlich die seltene Zutat Phragia-Beere, unglaublich! Nee, du. Also wenn man wahrscheinlich wirklich seltene Beeren hat, dann lohnt sich das, aber so natürlich nicht so ganz. Hi. Weißt du was? Im heißen Sommer möchte ich von Wasser-Pokémon erfrischt werden. Und im kalten Winter möchte ich von Feuer-Pokémon aufgewärmt werden.
Wäre schon praktisch. Nein, keine Tipps für Trainer. Du siehst aus, als würdest du gegen mich kämpfen wollen. Komm, kommst du wohl her? Ein Dreher und ich bin dran. Ja. Also ich muss sagen, ich mag diese Szene mit Matisse, die wir im letzten Part hatten, wirklich total gerne. Insbesondere die Musik. In Schwarz und Weiß 1 gab es ja auch in Rayuno City eine Szene mit Belle, weil ihr Vater sie nicht weiter auf Reisen gehen lassen wollte. Und Camilla hat sich dann eingemischt und ihn so ein bisschen überzeugt und da spielte diese Musik auch. Und ich finde das total genial, dass sie diese Musik hier auch wieder eingebaut haben, weil ich finde, das ist wirklich einer der schönsten Tracks aus allen Pokémon-Spielen. Ich liebe diese Musik so sehr. Ich finde die so schön. Und das finde ich jetzt nicht ganz so nett. Und Matisse war ja von Anfang an so ein bisschen verbittert Team Plasma gegenüber. Man hat ja nie wirklich gewusst, warum. Hinweise natürlich gab es darauf, zum Beispiel auf dem Dowsinghof, wie das Terrybark weggelaufen war. Und Matisse meinte, machst du dir überhaupt keine Sorgen, dein Pokémon könnte für immer weg sein und so weiter. Das war natürlich schon so ein Hinweis darauf, dass er auch ein Pokémon verloren hat. Autsch. Ach komm, sehen wir das auch mal. Und wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich natürlich auch dann gedacht, okay, Matisse hat irgendein Pokémon wahrscheinlich verloren an Team Plasma. Aber ich habe mich natürlich auch immer gefragt, was eigentlich los gewesen ist, weil das ja wirklich nie gesagt wird. Du möchtest nicht kämpfen? Möchtest du gegen mich kämpfen? Jawohl. Okay. Und also ich kann ihn da auf jeden Fall verstehen. Ich meine, das war nicht sein Pokémon, aber er hängt ja auch an seiner kleinen Schwester natürlich. Und ich glaube, das ist schon ziemlich hart, wenn sie dann wirklich ihr Pokémon hat und auch daran hängt und das wird dann gestohlen und als älterer Bruder kannst du einfach gar nichts dagegen ausrichten. Das ist jetzt vollkommen egal, ob es deine Schwester ist, dein Bruder, deine Mutter, wer auch immer. Ja, es ist einfach hart, wenn so ein Pokémon aus der Familie entwendet wird. Zum einen trifft es dich ja selbst, weil du das Pokémon ja auch gut kanntest. Gehört ja quasi zur Familie. Und natürlich, wenn du dann siehst, wie deine kleine Schwester quasi drunter leidet unter dem Verlust. Ich glaube, das ist schon ziemlich hart, wenn du dann selbst nichts machen konntest. Und jetzt weißt, das Pokémon ist irgendwo bei Team Plasma und wird für böse Zwecke benutzt, das ist schon ziemlich hart. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er da sehr verbittert gegenüber Team Plasma ist natürlich. Und dass er generell bei dem Thema sehr empfindlich reagiert. Also das ist, glaube ich, nur menschlich. Dankeschön. Jetzt kann ich meine Pokémon noch bescheuerter dekorieren. Bei Pokémon-Kämpfen gibt es neben Siegen zwar auch Niederlagen, aber das Wichtigste ist doch, dass man Spaß dabei hat. Das stimmt. Ich gebe mal eben meinem Vati einen Supertrank, falls ich das brauche. Okay, ich gehe erstmal oben einmal lang, bevor ich mich jetzt da um den Tumult kümmere. Ich muss auch sagen, Matisse ist so einer meiner Lieblingsrivalen, wenn nicht generell mein Lieblingsrivale. Weil er wirklich, ja, wie soll ich sagen, ich finde ihn einfach so, ich kann ihn verstehen so von seiner Art her. Er ist total menschlich, wie ich finde. Also wenn man sich mal an den Rivalen aus Kanto erinnert, also an, ich sag mal, Gary oder Blau. Ich fand, der war einfach nur arrogant. Also in Pokémon Origins fand ich ihn total cool irgendwie eigentlich von der Art her, weil man gemerkt hat, dass er nicht einfach nur arrogant ist, sondern auch, dass da so ein bisschen mehr hinter steckt. Aber im Spiel selbst fand ich ihn einfach immer nur wahnsinnig arrogant. Ja, ich wechsle mal lieber. Denke ich. Ja, dann natürlich den Rivalen aus Gold, Silber, Kristall, Hard Gold, Soul, Silver. Es war einfach ein Idiot, muss man sagen. Der ja auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie man seine Pokémon behandeln sollte. Dementsprechend war der mir auch verdammt unsympathisch. Und mein Donnerschock bringt jetzt, glaube ich, herzlich wenig nach dem Lichtschild. Na. Okay. Und tschüss. Dann hatten wir in, Rubin, Saphir, Smaragd, Brix oder Maike. Die fand ich schon so ein bisschen sympathischer. Also die waren jetzt nicht so extrem arrogant und überheblich. Das fand ich eigentlich ganz nett. Aber so als Rivalen muss man sagen, Brix war immer so eine Flasche für mich. Also
War jetzt nicht wirklich so die Herausforderung, muss man sagen. Da ist noch ein Item, okay. Dann hatten wir in Sinnoh, also in Diamant, Perl und Platin, Lucius oder Lucia. Aber ich hatte ja immer Lucius, ich habe ja immer als Mädchen gespielt. Hallo Unratütox. Der dabei war und natürlich, aber der ja nicht wirklich so unser Rivale war. Und, wie hieß er? Barry, glaube ich, ne? Barry war ja unser richtiger Rivale eigentlich. Den fand ich eigentlich so ganz nett, weil er immer so ein bisschen chaotisch war und so ein bisschen hektisch, muss man sagen. Den fand ich eigentlich immer so ganz nett. Dann natürlich Belle und Sharon in Schwarz und Weiß 1. Die fand ich wirklich auch ziemlich genial, muss man sagen. Also Belle und Sharon als Rivalen fand ich immer richtig klasse. Und natürlich auch in X und Y, also in Carlos dann, wie hieß das Mädchen? Serena, ne? Serena und Kalem. Und dann natürlich noch die ganzen anderen. Wir haben ja ziemlich viele Rivalen gehabt in dem Spiel. Die fand ich auch alle so ganz nett, muss ich sagen. Also es gab viele Rivalen, die ich so mochte. Wie gesagt, also Briggs fand ich eigentlich ganz nett und auch Barry und Belle und Sharon und eben auch diese ganzen Rivalen, die man in X und Y hatte. Aber die waren für mich einfach alle immer nur so, die waren halt sympathisch, aber nicht mehr eigentlich. Und ich finde, Matisse ist einfach, wie gesagt, so ein sehr tiefgründiger Charakter, der auch sehr, sehr nette Seiten hat. Also er ist auf jeden Fall auch sympathisch, wie ich finde. Aber der auch sehr, sehr menschlich ist und der wirklich einen tiefgründigen Charakter hat, wie ich finde. Also ich mag... Ist da noch irgendwas? Nö. Also ich mag Matisse wirklich am liebsten von den Rivalen. Und auch so seine Hintergrundgeschichte, dass er sich jetzt wirklich dafür einsetzt, das Pokémon seiner Schwester zurückzubekommen, jetzt so ein paar Jahre später, und dass er sich das vorgenommen hat. Ich meine, er geht vielleicht so ein bisschen verbissen an die Sache ran, aber das muss man ihm lassen. Dass er das versucht, finde ich wirklich klasse. Hi, ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebeteten zu wecken, habe ich den Reihumkampf, eine neue Form des Pokémon-Kampfes, gemeistert. Willst du wissen, worum es geht? Natürlich. Beim Reihumkampf treten auf jeder Seite drei Pokémon an. Vorn steht eins und die anderen beiden stehen hinter ihm. Und jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln, das ist der Clou daran. Also soweit die Zusammenfassung zum Reihumkampf. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Als echter Trainer willst du den Reihumkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Natürlich. Du bist vorsichtig, das ist gut. Aber ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich kann nicht anders als Vollgas geben. Also in Schwarz und Weiß 1 gab es ihn auch schon, den verliebten Mann. Freunde nennen ihn Charles. Allerdings stand der in Marea City, also in der nächsten Stadt, und nicht hier auf der Route. Oha. Das könnte interessant werden. So, wir haben jetzt auf dem unteren Bildschirm so zwei Pfeile, sodass wir die Pokémon drehen können. Drehen wir mal so, dass wir Donnerschock machen können. Ah, du machst Lichtschild. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Ich will mal Elektroball einsetzen, das hatte ich noch gar nicht. Mal schauen, wie das so aussieht. Wobei, okay, das war ein Volltreffer. Ich habe nichts gesagt. So, machen wir nochmal Donnerschock. Ist zwar ein bisschen doof mit dem Lichtschild, aber was will ich machen? Versuchen wir es doch mal... Mit einem Eissturm. Ich hoffe, er dreht jetzt nicht. Natürlich dreht er. Aber okay. Also den Reihumkampf finde ich persönlich... Ja... Okay. Also, es ist ganz interessant, weil ja eigentlich immer nur ein Pokémon kämpft und man kann ja nie sicher sein, ob der Gegner sich jetzt dreht oder nicht. Deswegen ist das schon so ganz cool gemacht, wie ich finde. Aber es gibt ja auch den Dreierkampf.
und den finde ich persönlich wesentlich interessanter. Also der macht mir mehr Spaß. Aber generell Doppelkämpfe sind, glaube ich, immer noch mir am liebsten. Doppelkämpfe und Dreierkämpfe. Reihumkampf ist mal eine ganz nette Abwechslung, aber mehr auch eigentlich nicht. Ich drehe jetzt aber trotzdem mal. So. So, noch ein Volltreffer. Nicht schlecht. Okay. Ja, du bist der verliebte Mann, ich weiß. Uff, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Ich dachte, ich könnte dir was beibringen, aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial. Beim Raumkampf kann man nur gewinnen, wenn man seine Pokémon genau versteht. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich bin ein Mann voller Laster. Wenn ich auf meinem Motorrad steige und mir der Wind ins Gesicht bläst, bin ich voll in meinem Element. Und weg ist er. Du warst fantastisch. Und Charles auch, also für seine Verhältnisse. Yay! Okay, wollt ihr auch noch kämpfen? Ihr steht da irgendwie so demonstrativ, aber dann werde ich mal eben andere Pokémon in die Spitze setzen. So. Ja, die wollen auch noch kämpfen, alles klar. Nach einem Footballspiel möchte ich auch immer etwas Dampf ablassen. Okay, dann wollen wir doch mal. Also Maria City ist auch nicht mehr weit entfernt. Da kommt gleich noch die Maria Zugbrücke, die finde ich persönlich total toll. Und dann sind wir auch schon da. Pikachu und Pikachu, das trifft sich eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Machen wir einmal Eissturm, das trifft ja beide. Und einmal eine wunderbare Kraftwelle. Das Praktische ist ja, dass Eissturm wirklich immer die Initiative senkt. Hat dafür aber, glaube ich, auch nur 95% Trefferwahrscheinlichkeit, aber ist ja immer noch mehr als genug. Ha. Ich mag den Geisttyp von Frostert hier, weil Normalattacken haben jetzt keine Wirkung und Kampfattacken nicht. Also es ist schon ganz praktisch. Ich meine, gut, es kommen dann andere Sachen dazu. Aber trotzdem, ich finde die Typkombination echt klasse. Ich mag auch vier Nontor total gerne, aber Frostet hier ist trotzdem wesentlich toller für mich. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Weckruf. Nee, muss nicht sein. Okay. Dann würde ich sagen, Maria Zugbrücke. Auf geht's. Ich mag die Musik hier total gerne irgendwie. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Okay. Mal gucken, ob wir Glück haben und sowas zu Gesicht bekommen. Jawohl. Abwehrfeder. Ich finde irgendwie, die Musik hier ist so passend einfach, so wahnsinnig entspannt irgendwo auch. Oh. Ein Pikulente. Ich finde ja Swarones, also die Weiterentwicklung, ist ein richtig klasse Pokémon. Aber Typkombination Wasserflug oder Flugwasser, ich weiß gar nicht genau wie rum, ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall. Hi! Die Maria-Zugbrücke wird auch Glurak-Brücke genannt, weil sie aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Okay. Von der Farbe her kommt es auf jeden Fall hin. Auch mit dem Meer, das ist richtig schön. Also Brücken gibt es ja in Einal sowieso mehr als genug. Und das war's auch schon. Herzlich willkommen in Maria City und ich mag die Musik hier. Ich weiß, ich sage das immer, wenn ich in einer neuen Stadt bin, dass ich die Musik mag, aber es ist auch einfach klasse.
Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander und Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt doch, dass Pokémon Brücken zwischen den Menschen sind, oder? So kann man es natürlich auch sehen. Maria Zugbrücke, achso. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Okay. Was haben wir hier? Willkommen in Maria City. Das ist aber nett. Und ein Sauwetter haben wir hier. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir uns die Stadt so ein bisschen genauer ansehen, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und ja, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.